Ja, moin Leute, ich habe heute Simone Herpich hier. Sie war gestern im Justizausschuss, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dort ging es um die Privilegierung von Balkonsolaranlagen. Ja, wir setzen uns ja schon länger irgendwie für die Vereinfachung ein. Insbesondere so nach der Petition hat das Ganze ja richtig Fahrt aufgenommen. Simone ist Vorstand im Verein Balkonsolar, ist Mitglied unserer AG Balkonsolar und hilft auch bei mir hier im Team mit bei einigen Videos. Bei der Recherche halt. Und deswegen freue ich mich mega, dass sie heute hier ist. Und ja, begrüße dich. Und ja, wie geht's dir? Wie war es gestern? Worum ging es? Ich lasse einfach mal anfangen. Das hier ist auch völlig ungeplant und spontan. Also deswegen verzeiht uns bitte, wenn nicht alles perfekt hier gemacht ist. Wir geben uns die größte Mühe, euch so ein bisschen zu berichten, was gestern eigentlich passiert ist und was der Outcome auch war oder was wir jetzt zu erwarten haben. Ja, hi Andreas. Hi Leute. Ja, also ich war gestern im Justizausschuss als Sachverständige geladen. Das war auch für mich das erste Mal. War super spannend, das mitzuerleben, wie das da alles abläuft. Und gestern wurde besprochen, also soll die Privilegierung für Balkonsolar in das Gesetz geschrieben werden. Und dafür wurde dann eben, also jede Partei konnte Sachverständige einladen. Ich war eben eine davon und wir saßen dann in der Mitte und es wurden uns Fragen gestellt. Und bei der Privilegierung geht es darum, also es gibt einen Katalog an Privilegierungen für gewisse Sachen, die ein Mieter machen darf in der Wohnung, wo der Vermieter eben das nicht ja, verbieten kann. Das sind aktuell so Sachen wie eine Wallbox zum Beispiel. Da hat man ein Recht drauf. Oder wenn man barrierefrei die Wohnung umbauen muss, weil man zum Beispiel im Rollstuhl sitzt, dann hat man auch ein Recht darauf, die Wohnung so umzubauen. Und wir wollten eben jetzt erreichen, dass auch ein Balkonsolargerät quasi in diesen Katalog der privilegierten Maßnahmen fällt. Und ja, das war quasi jetzt da, wurde das besprochen, ob und wie das sinnvoll ist. Und ja, dafür wurde ich eingeladen und noch ganz viele andere Leute, fast eigentlich alles irgendwelche Anwälte oder Richter. Oder aber auch vom Deutschen Mieterbund. Ja, also war sehr, sehr interessant, da jetzt einmal dabei zu sein. Und also quasi kann man sich das so vorstellen, da waren jetzt so verschiedene Parteien und also da gab es jetzt einfach so Fragen an Sachverständige, also an Leute, die sich mit der Materie auskennen und dann wahrscheinlich so, weil ich jetzt nicht richtig verstanden habe, jetzt Leute aus der Immobilienlobby, irgendwelche Rechtsleute, natürlich Richter, die sich da mit der Rechtsprechung auskennen und also alles so querbeet, irgendwelche Leute, die mit irgendwas zu tun haben und dazu irgendwas sagen wollen. Aber auch, also das wäre jetzt quasi auch so Lobby, oder? Wenn man das so sagen würde. Ja, Genau. Also absolut. wir ja dann auch quasi. Ja, absolut Lobby. Also ich war dann ja quasi auch irgendwie Lobby. Lobby heißt ja auch nur, dass man irgendwie auf eine Art und Weise die Politik beeinflussen möchte. Kann natürlich in die eine oder in die andere Richtung gehen. Ja, meistens kennt man es wahrscheinlich eher aus der negativen Richtung, sage ich mal, wenn es dann halt zu viel Beeinflussung gibt. Aber ich fand es trotzdem toll, dass wir jetzt eingeladen wurden, weil wir ja auch wirklich viel Ahnung aus der Praxis haben. Und ja, also es waren halt wirklich sonst irgendwelche, ein Rechtsanwalt, ein Richter am Kammergericht, Richter am Oberlandesgericht, von der ein Rechtsanwalt zum Thema Schuldrecht. Also vielen ging es dann auch darum, dass man halt das Gesetz so gestaltet, dass es auch wirklich ja, in die anderen Gesetze passt. Jetzt zum Beispiel war jemand von der Bundesrechtsanwaltskammer da. Der hat eigentlich die ganze Zeit nur irgendwelche Aussagen gemacht, dass es halt auch rechtlich irgendwie da reinpasst. Aber ehrlich gesagt kenne ich mich da dann rechtlich nicht gut genug aus, um da das jetzt bewerten zu können. Der wurde von der CDU/CSU eingeladen. Ja. Und normalerweise ist es dann so, dass man von der Fraktion, von der man eingeladen wurde, werden dann einem auch die Fragen gestellt.
Also von dem her hatte man da jetzt, also ich hatte da jetzt nicht zu befürchten, dass irgendeine sehr kontroverse Frage mir gestellt wird von einer anderen Partei, was ich aber auch ein bisschen schade fand, weil ja, es gab keinen so richtigen Austausch. Es war eigentlich alles schon relativ erwartbar, hatte ich den Eindruck. Ja, Simone, wie muss man sich das vorstellen? Also du bist da jetzt irgendwie in diesen Raum reingekommen. Wer saß da? Wie ging das los? Vielleicht erzähl einfach mal so ein bisschen, wie ist das abgelaufen, damit wir uns das so ein bisschen bildlich vorstellen können vielleicht. Ja, also es war super spannend, weil also zuerst mal musste ich ja überhaupt in das Gebäude kommen und musste da durch eine Schleuse, so wie am Flughafen. Und da hat dann sofort schon hinter der Tür ein Mann auf mich gewartet und der hat mich dann zu dem Raum gebracht. Also das war super organisiert. Und dann bin ich in diesen Raum reingekommen, wo dann die Anhörung war. Da saß eigentlich erst eine Person. Ich war auch schon ungefähr eine halbe Stunde vorher da. Da war dann Oliver Elzer gesessen. Der ist Richter am Kammergericht und in Berlin. Der wurde von der SPD nominiert als Sachverständiger. Und dann haben wir uns einfach schon ein bisschen unterhalten, uns kennengelernt und dann kamen nach und nach immer mehr Leute und eigentlich haben sich alle gegenseitig vorgestellt, haben Witze gemacht oder ich weiß auch nicht. Also es war dann eher Smalltalk, kann man sagen, aber sich schon mal so ein bisschen beschnuppert. Also das hat man schon gemerkt. Links von mir saß Martin Kasler. Der hat dann auch einfach gesagt, ach ja, Sie sind von dem Verein. Ja, also mit Ihnen haben wir ja weniger Probleme. Wer ist das, Martin Kassler? Der ist vom Verband der Immobilienverwalter und ist da Geschäftsführer. Warum haben die weniger Probleme? Das habe ich jetzt gerade nicht so ganz verstanden aus dem Kontext, aber ich kenne den jetzt so gar nicht. Ja, das hat er halt einfach so gesagt. Also ich hatte auch den Eindruck, viele wollen da irgendwelche Witze reißen, um vielleicht auch die Atmosphäre zu lockern, ich weiß es nicht, So, okay. Also war nur so so ein zum Spruch, einfach ein bisschen Kennenlernen. entspannt. Ja, weil er halt der Meinung, also er war ja auch für die Privilegierung, allerdings für den CDU-CSU-Antrag, und hatte, glaube ich, auch dieses virtuelle Eigentümerversammlungsthema viel mehr auf dem Schirm jetzt und war ihm wahrscheinlich auch wichtiger, hatte ich den Eindruck. Ja, nur mal ganz kurz zum, als Einschub. Also es wurden nicht nur Balkon, also Steckersolarvereinfachung, also es wurde nicht nur die Privilegierung besprochen, sondern auch diese virtuelle Eigentümerversammlung. Da waren noch mehr Sachen dabei. Also nur zur Info für euch, da werden immer direkt mehrere solcher Gesetzesentwürfe oder sowas besprochen. Und das war jetzt quasi nur ein Teil, diese Privilegierung davon. Deswegen, also nur, dass ihr nicht verwirrt seid. Ja, ich vermute mal, dann ging es los, dann wurden wahrscheinlich die ersten dann angehört, also die ersten Sachverständigen. Wie kann man sich das vorstellen? Wer war das so? Wann warst du dran? Erzähl einfach mal so chronologisch, wie ging das dann los? Ja, also das ging dann eigentlich auch schon gleich los mit den Eingangsstatements von den Sachverständigen. Und da hatte dann jede Person 4 Minuten Zeit für ein Statement. Und es wurde auch relativ genau auch darauf geachtet, dass man die 4 Minuten einhält. Ich habe leider am Ende nicht mehr ganz alles sagen können, was ich wollte, aber ich denke mal, das meiste ist rübergekommen. Das ging dann in alphabetischer Reihenfolge los. Also wir saßen auch in alphabetischer Reihenfolge und dann hat einfach jeder was gesagt. Also manche haben auch gesagt, ich bin heute nur für das Thema Balkonsolar da, wie ich zum Beispiel. Danke, dass ich heute hier sprechen darf. Ich beschränke mich heute auf das Thema Balkonsolar. Oder manche haben auch gesagt, ich beschränke mich heute auf Äußerungen zu diesen virtuellen Geschichten. Dann konnte man einfach schon mal so ein bisschen wissen, wer ist jetzt für welches Thema eigentlich da, wem ist was wichtig. Ja, und dann ging das so die Runde. Also es war eigentlich wie so eine Befragung, weil wir saßen ja in der Mitte und um uns rum saßen die Abgeordneten und haben uns dann halt auch danach noch Fragen gestellt. Also wir waren da so ein bisschen auf dem Präsentierteller gesessen. Okay. Klingt nicht so angenehm, ehrlich gesagt. Also da jetzt so in der Mitte und dann alle starren einen an. Vor allem, wenn man sowas nicht gewöhnt ist, stelle ich mir das ja dann doch auch irgendwie sehr aufregend vor. Ja, doch.
Okay. na gut, und dann genau, hast du dein Eingangsstatement. Ich glaube, das kann man sich auch alles anschauen. Also der Livestream und der Stream von gestern, der ist verlinkt. Also das kann man sich im Bundestags-TV ansehen. Findet ihr unten in der Beschreibung, wenn ihr das sucht. Ja, also ich meine, klar, wir sind für die Privilegierung. Ich glaube, das wissen die meisten. Da müssen wir jetzt nicht groß drum herumreden. Gab es denn Gegenstimmen? Und dann können wir uns da immer so lang hangeln. Und was haben die so aufgeführt? Was war dein Eindruck? Also Gegenstimmen so konkret eigentlich nicht gegen die Privilegierung per se. Das fanden erstmal alle ganz gut und ich glaube auch die gegen, dagegen sein könnten, haben sich nicht so getraut, es so klar zu formulieren. Also es waren natürlich irgendwie Rechtsanwälte, die juristisch verklausuliert da irgendwas sprechen zum Teil. Deswegen muss man da, glaube ich, ganz genau hinhören, was sie jetzt sagen. Aber für die Privilegierung waren dann doch die meisten, weil ja auch das im CDU-CSU-Antrag stand, das zwar auch mit drin. Und dann tun auch immer alle so, als wären sie ja voll dafür und sie die Einzigen, die dafür sind. Man muss ja aber dann auch ins Kleingedruckte gucken. Weil bei der CDU-CSU bei diesem Antrag, die wollten das halt auf selbstgenutzte Balkone und Terrassen beschränken. Wo wir dann sagen, das ist eigentlich unnötig, das darauf zu beschränken. Also man kann das ja auch am Carport aufstellen oder, also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten und das wollten wir halt damit nicht beschränkt haben jetzt schon. Im Endeffekt war dann von Haus und Grund allerdings noch eine ziemlich krasse Einschränkung, die war aber vor allem im Statement, im Schriftlichen. Das hat er, ich glaube, gar nicht mündlich groß erklärt. Aber er wollte noch mal eine viel stärkere Klausel in diese Privilegierungsgesetz reingeschrieben haben, dass nämlich über alle Privilegierungen der Vermieter entscheidet. Was dann halt Echt? eigentlich schon wieder völliger Quatsch ist, weil und eigentlich auch ein Rückschritt wäre. Das Weil würde wenn quasi dann alles Mögliche betreffen, also auch sowas wie Wallboxen und so weiter. ja, Ach genau. so, und das, aber Moment mal, das verstehe ich nicht, also wenn der Vermieter darüber entscheiden darf, wofür brauche ich, also hat die da noch irgendeinen Sinn, die Privilegierung? Also es geht ja speziell darum, dass der Mieter da eben diese Privilegierung hat und das Recht hat, das zu machen, ohne dass es jetzt zumindest mal, sage ich mal, einen triftigen Grund gibt irgendwie, dass man es nicht einfach so ablehnen kann, so wie es im Moment oft auch bei Balkonsolaranlagen einfach passiert, ohne wirklich große Gründe. Das klingt sehr paradox. Ja, ist es auch. Also es würde das halt komplett abschwächen und dem Vermieter nochmal viel mehr ja, Macht darüber geben, was jetzt gemacht werden kann und was nicht. Das stand aber nur in der Stellungnahme recht weit unten in ein, zwei Sätzen drin, beziehungsweise in dem Vorschlag, wie er diesen Gesetzestext gerne formuliert hätte. Da steht der Satz, über die Durchführung der Maßnahmen entscheidet der Vermieter. Den möchte er da reinhaben. Und das würde das Ganze halt nochmal aufweichen und auch nochmal Unklarheit schaffen. Also das hat er, glaube ich, da ein bisschen so drumherum schriftlich eingereicht, aber dann gestern Mündlich nicht eigentlich. gesagt. Ich hab sein mündliches Nee. Statement auch gesehen. Das war auch, glaube ich, der Präsident von Haus und Grund, ne? Ja. Wenn ich mich da recht erinnere, genau. Der ist ja auch relativ bekannt. Genau, also genau, da anscheinend wollte er noch, also das hatte ich halt auch gelesen. Ich hatte es ja auch gestern in meinem Video gesagt, dass Haus und Grund da eigentlich durchaus starke Gründe dagegen anführt, zumindest in dem schriftlichen Teil, also die ich schon als massive Einschränkung empfunden habe. Gestern in dem mündlichen Ding habe ich das tatsächlich auch nicht gehört und war erstmal überrascht und dachte mir, das klingt ja jetzt doch sehr versöhnlich und positiv. Ich kann das jetzt aber auch nicht so bewerten, also was jetzt mehr Impact hat. Also ich meine, die Abgeordneten oder der Ausschuss, was guckt er sich jetzt eher an? Weißt du wahrscheinlich auch nicht. Den schriftlichen, den mündlichen Teil, das wissen wir nicht, ne? Also. Ich weiß es auch absolut nicht. Ich weiß nur, dass diese Abgeordneten, die jetzt da waren, dass die im Ende auch entscheiden. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie natürlich das Schriftliche auch nochmal sich anschauen, weil es da ja ganz
um Formulierungen auch in Gesetzestexten geht. Es wird auch Wortprotokolle geben von gestern, also vielleicht liest man sich das dann auch nochmal durch. Allerdings muss man schon sagen, also es sind sehr viele Statements schriftlich und manche davon sind auch unglaublich lang. Und ich glaube eigentlich ehrlich gesagt nicht, dass man als Politiker sich das Statement Wort für Wort durchliest wie einen Roman, sondern ich glaube irgendwie, also kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht ist es aber so, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, möglicherweise werden die auch zusammengefasst oder so, dass die dann vielleicht so eine Zusammenfassung bekommen. Also ich persönlich würde es jetzt einfach in ChatGPT schmeißen und ein paar Fragen stellen. Das kann sein. Also ich glaube, dafür haben die ja dann ihre Mitarbeitenden, die das wahrscheinlich dann machen dürfen. Also die müssen sich dann wahrscheinlich die ellenlangen Statements, also unsere sind auch 7 Seiten, glaube ich, aber geht noch im Vergleich zu den anderen teilweise. Mhm. Die Mitarbeitenden werden das wahrscheinlich irgendwie zusammenfassen, ja. Und wie viele Statements gab es denn da so, also so eine Hausnummer, dass man sich mal vorstellen kann, wie viele Sachverständige waren da so grob eingeladen? Also eingeladen waren 9 Leute, 9 Sachverständige. Und das hat eigentlich auch jeder von denen, soweit ich weiß, ein Statement schriftlich abgegeben. Also es sind schon einige Dokumente, die man da dann lesen muss. Die waren auch vorab schon einsehbar, diese Statements. Die waren öffentlich auf der Homepage und die meisten hatten das auch alles ausgedruckt dabei. Ich jetzt nicht, weil ich eigentlich viel digital arbeite, aber die meisten hatten da so eine Papierwust vor sich liegen und haben da dann immer mal wieder reingeguckt. Ja, okay. Und so der Grundtenor, also waren jetzt die meisten eher für die Privilegierung der Sachverständigen oder gab es dann doch noch von vielen da irgendwie Bedenken halt, da doch noch was zu ändern? Ich meine, auch wir hatten ja zumindest eingebracht, dass wir Sorge haben, weil das ja sehr schwammig formuliert ist, sage ich mal, aktuell. Und viele gerade so konkrete Sachen, ne? Wer haftet wann und so weiter, das ist alles noch nicht so ganz klar aus dem Gesetzesentwurf, wie der jetzt ist. Und dass wir da halt große Sorge haben, dass es halt zu so einer Klagewelle führt. Und da war ja so ein bisschen auch unsere Kritik, dass man das da etwas klarer formulieren sollte, vielleicht auch über ein Zusatzdokument oder so eine FAQ sozusagen, kann man sich das vielleicht vorstellen, wo man so ein paar Fälle durchgespielt werden. Ne? So war es ja ungefähr, habe ich es richtig zusammengefasst. Genau. Also da war tatsächlich, fand ich, die Frau Schurmann vom Deutschen Mieterbund unglaublich toll. Die hat da ganz tolle Statements abgegeben. Ein gesetzlich geregelter Anspruch auf Erlaubnis von Stecker-Solargeräten ist im Mietrecht richtig, aber auch wichtig. Die wurde von der SPD eingeladen und ist auch Rechtsanwältin. Kann deswegen wahrscheinlich auch richtig gut da dann argumentieren. Die ist sogar noch weiter gegangen, als wir es sogar gefordert haben und hat dann gesagt, dass wenn man auszieht aus der Mietwohnung, dass man dann, also es war ihr Vorschlag vom Deutschen Mieterbund, dass man dann, wenn das Balkonkraftwerk in der Wohnung bleibt, was normalerweise nicht der Fall ist, aber dass das eben möglich wäre und dass dann der Mieter, der eben auszieht, möglicherweise eine Entschädigung dafür sogar vom Vermieter bekommen kann, wenn es halt finanziell passt. Und das hatten die sogar auch noch zusätzlich gefordert. Das haben nicht mal wir aufgenommen gehabt. Aber sie vertritt halt den Deutschen Mieterbund und es sind, wie ich gestern auch wieder gehört habe, über 50% in der Wohnungen sind vermietet. In Deutschland wohnen 53% aller Haushalte zur Miete. Also sie vertritt damit schon sehr, sehr viele Menschen und hatte wirklich sehr, sehr gute Punkte. Also das kann man sich auf jeden Fall nochmal anhören. Was sie gesagt hat, fand ich absolut gut in den Fragen und auch in ihrem Statement am Eingang. Und ansonsten haben halt viele gesagt, ja, also wir finden das mit der Privilegierung schon gut. Aber wir wollen natürlich, dass die Vermieter möglichst viele Vorgaben machen dürfen. Was denn da jetzt genau, wie denn das genau funktionieren soll, also ob das jetzt von der Optik war bei vielen dann Thema und viele jetzt zum Beispiel Kai Wernicke, der Martin Kassler, der wurde auch von der CDU berufen, Kai Wernicke auch,
die wollen eigentlich eine sogenannte Fachbetriebsklausel oder so, wollten die eingefügt haben, dass es nur ein Fachbetrieb umsetzen kann und ja, man selber gar nicht mehr. Und auch eine elektrische Fachkraft, also jemand, der irgendwie Elektriker-Ausbildung hat, wo ich eh immer sage, also gerade der Teil ist eigentlich nicht notwendig, weil es gleicht eher einer Montage und nicht einer Installation. Also die wollten halt darüber dann nochmal das Ganze erschweren. Steht allerdings auch meistens nur jetzt in den schriftlichen Statements. Es wurde schon aber auch gestern thematisiert von den Leuten. Also das sind so die typischen Sachen, glaube ich, die dann da auch gefallen sind. Ne? Also das Optische, das kam tatsächlich sehr häufig, da ist viel Angst. Ein bisschen kann ich es verstehen. Es wird auch oft mit den Satellitenschüsseln verglichen, wie das damals war, wobei ich persönlich, ich meine, das ist jetzt auch ein bisschen Geschmackssache, finde das jetzt optisch nicht so auffällig wie jetzt eine Satellitenschüssel, besonders wenn es ein schwarzes Modul ist, was halt einfach 90 Grad darunter hängt am Balkon. Ehrlich gesagt finde ich das teilweise deutlich schöner, als was da an Brüstung irgendwie aufgebaut wurde, aber das ist natürlich jetzt absolut Geschmackssache. Und ich sehe auch die Einheitlichkeit nicht ganz so stark gefährdet, weil die Module haben eigentlich alle mehr oder weniger dieselbe Farbe. Es gibt natürlich noch welche mit silbernen Rahmen oder halt dann mit schwarzen Rahmen. Da fände ich es so, glaube ich, sogar okay, wenn man sich da auf was Einheitliches einigen würde. Spätestens dann, finde ich aber eigentlich, sollte das eigentlich nicht so ein Drama sein. Also das ist jetzt nicht wie mit Satellitenschüsseln, die dann alle da irgendwie kreuz und quer, jede sieht anders aus. Was ja auch so nach vorne herausragt. Also ich finde schon, dass das nochmal was anderes ist. Aber da waren, glaube ich, viele Ängste oder ja, mit den Elektrikern und den Fachkräften finde ich es halt auch schwierig, weil das macht ja die ganze Sache total unattraktiv. Das kostet ja wahnsinnig viel Geld und dann ist ja auch die Wirtschaftlichkeit eigentlich der Anlage kaputt. Also das macht keinen Sinn mehr. Das ist praktisch dann auch für mich, würde ich das als Tod der Anlage sehen. Also das wird dann einfach keiner mehr machen. Ja, vor allem, es haben ganz viele gestern gesagt, ja, es gibt ja nirgends genug Arbeitskräfte in allen Bereichen. Und da habe ich dann das nochmal aufgegriffen und habe eben gesagt, ja, also wenn man dann auch in dem Bereich die Arbeitskräfte binden will, um Balkonkraftwerke zu montieren und man dafür extra dann unnötigerweise einen Elektriker rufen muss, und derjenige dann eigentlich in der gleichen Zeit irgendwo auf einem großen Dach sein könnte und da eine große Anlage montieren könnte, wäre ja viel sinnvoller. Und sonst so verschleift man das halt eben. Ich weiß nicht, ob das jetzt gehört wurde, also auch zum Thema Optik hatte ich ja dann gesagt, naja, also auch so ein Parkplatz ist eigentlich optisch nicht schön, aber der Nutzen ist halt einfach da und deswegen baut man die halt auch. Und da hat dann tatsächlich, also die Abgeordneten der CDU haben da dann eigentlich nur drüber gelacht, haben mich quasi ausgelacht. Das habe ich dann wahrgenommen und haben auch gar nicht wirklich zugehört dann. Also es war teilweise dann doch so ein bisschen typischer Politikbetrieb, glaube ich. Naja gut, eine Sachverständige auszulachen, finde ich jetzt erstmal einfach nur unhöflich, aber... Ich glaube auch tatsächlich manchmal, dass dieses Argument mit der Optik oder ja eben mit sieht nicht schön aus oder dass man jetzt einen Elektriker rufen muss, dass es halt oft nur vorgeschoben ist. Ja, also ich sage das auch ganz klar und deutlich, also in meinen Augen ist das 100% vorgeschoben, ne? Dafür gibt es in den meisten Fällen überhaupt keinen sinnvollen Grund und sowas wie Optik ist halt einfach sowas absolut Subjektives, das kann ich objektiv einfach gar nicht bewerten, das kann ich sachlich nicht bewerten, das finde ich ganz, ganz schwierig irgendwie da, das kann ich ja immer anbringen, also ich meine, das sind so Totschlagargumente, die lassen sich ja überhaupt nicht richtig widerlegen und so weiter, also ich finde, so kann man nicht sachlich vernünftig miteinander reden. Wenn dann halt nur, da muss man es auch konkret beschreiben, was bedeutet in dem Fall Optik, was möchte ich an der Optik gewahrt sehen, was möchte ich nicht, also das müsste man dann halt schon nochmal irgendwie einschränken, finde ich, und das wird ja auch gar nicht wirklich gemacht und das finde ich dann schon eher dünn, also das ist keine besonders gute Sachlage, mit der man argumentieren kann, aber egal, ich meine, wir kennen den Scheiß ja jetzt schon was länger, die ganzen Diskussionen haben wir schon eine Million Mal geführt, gefühlt und ich sage es ja auch immer, ich verstehe tatsächlich viele Vermieter schon. Also ich verstehe auch so die gerade so Haftungsbedenken. Wer ist denn dann schuld, wenn was passiert? Muss ich dann haften? Und ist das gefährlich? Ich meine, die meisten Vermieter sind ja überhaupt nicht irgendwie Elektriker oder haben keine elektrische Ausbildung.
macht das irgendwie Brandprobleme oder so? Das sind oft Fragen, die wirklich ernsthaft gestellt werden. Die sind gar nicht böse von den Vermietern, sondern die haben dann auch Angst. Das verstehe ich auch. Und das ist ja auch völlig okay. Also ich meine, das ist ja auch sinnvoll und gut, dass man über sowas nachdenkt. Allerdings gibt es darauf ja technische und sachlich fundierte Antworten, auch vom VDE insbesondere, der da ja immer mehr macht. Und auch die ganzen Brandschutzsachen, die wurden ja mittlerweile, finde ich, mehr als zu Genüge geklärt. Und das finde ich jetzt deswegen oft komisch, dass diese Gründe, obwohl sie eigentlich in meinen Augen technisch und fachlich geklärt sind, immer noch kommen. Also das finde ich merkwürdig und die Leute müssten das doch eigentlich wissen, dass das schon geklärt ist. Und das passt für mich nie richtig zusammen und deswegen schließe ich darauf, dass das ein vorgeschobener Grund ist. Weil ich schiebe Gründe vor, die eigentlich geklärt sind und mache das einfach immer wieder. Und egal wie oft wir sagen, die sind geklärt, Leute, hier, da steht es noch schwarz auf weiß von vernünftigen Verbänden, die dafür auch zuständig sind. Und das reicht offensichtlich nicht. Und das finde ich halt immer komisch halt. Also das ist irgendwas, was ich nicht so unter den Hut kriege. Für mich bedeutet das Blockade. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich, dass es eher so eine Machtfrage vielleicht auch ist, auch unterbewusst vielleicht, dass wenn du denkst, das ist meine Wohnung, die gehört mir, da wohnt jemand anderes drin und dann möchte ich also einfach das letzte Wort haben, was damit passiert. Und es ist, glaube ich, so ein diffuses Gefühl, was manche dann einfach haben, dass man dann Angst hat. Also es ist eine Angst und Ängste sind irrational. Und dann muss man natürlich irgendein Argument finden, um sich selbst wahrscheinlich auch diese Angst zu begründen, aber natürlich auch nach außen irgendein Argument, um nicht als Angsthase dazustehen quasi, sondern als jemand, der irgendwelche Argumente halt hat, wie jetzt Optik oder so, oder Statik sagen ja auch manche, wo ich dann halt sage, also wenn dein Balkon statische Probleme aufweist, hast du ganz andere Probleme mit deiner Wohnung. Aber das ist, glaube ich, wirklich vorgeschoben. Absolut. Man hat einfach nur Angst, dass man die Hoheit über Entscheidungen zu seiner Wohnung verliert, obwohl es ja nur den Außenbereich außen am Balkon betrifft und da vielleicht irgend so eine Schelle angebracht wird, um das zu montieren. Und da sage ich halt ganz klar, diese Ängste können wir nur adressieren, indem wir Klarheit schaffen, indem wir wirklich immer wieder aufklären, immer wieder das Gleiche sagen. Es ist halt für uns irgendwann dann vielleicht auch mal langweilig, aber so ist es halt. Immer wieder sagen, Balkonsolar ist sicher und Balkonsolar ist einfach ein unglaublich wichtiger Beitrag für die Energiezukunft, in die wir langsam auch hineingehen. Und macht auch Spaß und nimmt die Leute mit. Also man muss eigentlich so die positiven Aspekte immer wieder rausstellen. Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass da grundsätzlich oft auch der Versuch da ist, das Ganze so ein bisschen zu denunzieren, also in der Form von, das bringt doch eh nichts, das ist ja voll wenig und so. Und ich finde das immer total spannend, diese Argumentation, die kommt ja auch gerne aus den rechten Parteien, obwohl die ja teilweise das cool finden und dann wieder nicht. Also das ändert sich ja auch jede Woche. Das haben wir ja auch alles erlebt, ne? Das ist ja Wahnsinn, ey. Also, egal, auf jeden Fall finde ich die Argumentation auch immer so dünn. Die technischen Tests, die wir gelesen haben, lassen uns erstmal nicht vermuten, dass man damit die Energiewende nur mit diesen Stecker-Solargeräten in Deutschland auch tatsächlich vollziehen kann. Aber es ist eben ein Symbol. Klar, die werden die Energiewende alleine nicht reißen, aber das tut im Prinzip ja gar nichts. Deswegen ist es ja eine dezentrale Energiewende, weil wir haben viele kleine Bausteine da drin und das ist halt einer davon. Und ich meine, das haben wir ja auch schon oft gesagt, auch während der Petition haben wir das ja diskutiert, dass das einfach Vertrauen schafft. Also das ist für die Leute ja wirklich das erste Mal, dass sie vielleicht selber erleben können, und zwar in ihrer Mietswohnung. Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Du hast ja sonst keine Möglichkeiten, in deiner Mietswohnung irgendwas aktiv zu tun, um deine Stromkosten ernsthaft mal zu senken, und zwar indem du selber was erzeugst. Das ist ja wirklich ein echter Beitrag, der hilft, auch dir persönlich und dich etwas unabhängiger macht. Also ohne Scheiß, und ich habe es so oft erlebt, wenn die Leute sehen, dass der verdammte Scheißzähler sich nicht mehr dreht, obwohl die da gerade irgendwas anhaben, das macht was bei dir in deinem Kopf, ne? Das macht wirklich was. Und ich
Das ist so wichtig. Das ist einfach so verdammt wichtig irgendwie, dass die Leute das mal sehen, fühlen und selber anfassen. Das baut Ängste ab, das hilft. Und mein Gott, ich habe das tausendmal schon erlebt und es ist einfach meistens immer dasselbe. Klar, nicht bei jedem, aber bei den meisten halt irgendwie schon. Und das finde ich so wahnsinnig wichtig daran. Das hilft einfach, Vertrauen zu schaffen. Und deswegen sehe ich das auch als ganz, ganz wichtigen Baustein für die Energiewende an, weil es was Kleines, Einfaches ist, was wenig kostet, was einfach eben jeder machen kann in seiner Mietswohnung und wo er Vertrauen schaffen kann und das Ganze mal erlebt, und zwar selbst. Und das, also das kann man einfach durch nichts anderes ersetzen. Es gibt nichts anderes, was das leistet aktuell. Und das, finde ich, ist ein Alleinstellungsmerkmal und das sollte man nicht kleinreden. Also dann hat man es einfach nicht kapiert. Vielleicht hilft es, wenn die Leute sich dann auch mal so ein Ding aufbauen würden. Ja, würde ich auch sagen. Würde wahrscheinlich helfen, weil man weiß ja auch aus der Forschung, dass es halt, sobald man was sieht, vor der Nase hat, anfassen kann und es auch Spaß macht, und das tut es halt einfach, es macht unglaublich Spaß, dann hat man, und man hat noch irgendeinen Lerneffekt, aber man merkt jetzt nicht, dass man dabei irgendwie was lernt, sage ich mal, sondern es passiert halt automatisch, dass man dann ganz logischerweise versucht, den Stromverbrauch halt dann hinzuschieben, wenn gerade Sonne scheint. Und das ist ja eben gerade das, wo wir hinkommen müssen und werden auch in Zukunft. Also es wird halt immer mehr Erneuerbare geben und es ist umso besser, wenn es einfach schon in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass es halt sinnvoll ist und auch für einen selber ja günstiger, wenn man den Strom dann nutzt, wenn viel da ist, gerade wenn es jetzt dann hoffentlich bald mal Energy Sharing geben wird, wo man dann mit Nachbarn und mit in der Nachbarschaft generell auch den Strom austauschen kann und sich gegenseitig verkauft und kaufen kann, dann ist es ja noch sinnvoller, weil man eben dann, wenn ganz viel da ist in der Nachbarschaft, dann ist es halt günstig. Und wenn man dann schon gelernt hat, dass es halt sinnvoll ist, dann muss man da nicht erst groß wieder da irgendwie das Lernen nochmal, sondern es ist einfach schon Fleisch und Blut. Ja, finde ich auch. Ganz ehrlich, ich finde es sogar okay, wenn jemand sich so ein Ding kauft, das ausprobiert und sagt, finde ich scheiße. Ist nichts für mich. Ich habe keinen Bock, irgendwie mittags zu gucken, wann ich meinen Kram einschalte und so will ich alles, ich gebe mir auf den Sack. Finde ich sogar auch okay. Aber es ist ein Unterschied, wenn ich das in irgendeiner Bildzeitung lese, die mir das irgendwie so aufoktroyieren will, oder wenn ich es selber erlebe und dann sage, ich habe das selber erlebt und ich finde es halt kacke. So, Punkt. Und dann finde ich, ist das eine ganz, also dann würde ich sogar sagen, okay, finde ich in Ordnung, dann ist das so. Ne, aber dann hast du es wenigstens mal selber gemacht, erlebt. Und ja, ich glaube, bei den meisten Leuten wird das nicht so sein. Aber sagen wir mal, selbst wenn es so wäre, wäre mir das immer noch lieber als diese Angstmacherei oder so. Dann ist, ne, das ist halt nicht mehr diffus in dem Fall. Sondern ich habe es dann einfach mal erlebt wenigstens. Selbst wenn es dann vielleicht negativ war, kann ja auch sein. Ne? Gibt ja natürlich auch nicht nur positive Beispiele. Und ich fand auch eben, was du gesagt hattest mit diesen diffusen Ängsten halt, also was die Vermieter angeht, ich finde die ja sogar total okay und gerechtfertigt, die diffusen Ängste. Die sind, wie gesagt, wenn man sich damit nicht auskennt und es nicht weiß, ist das normal. Also da hat jeder vielleicht so ein bisschen Sorgen und Ängste. Wie ist das? Das versteht, glaube ich, auch jeder von uns und wir versuchen da ja auch, die Leute zu beraten. Aber das ist halt genau der Punkt. Ich finde halt, diffuse Ängste kann man eigentlich nur lösen, indem man halt mit Fakten und Argumenten und konstruktiven Vorschlägen antwortet und den Leuten Lösungen aufzeigt. Ne? Also wie muss ich das Ding aufhängen? Was sollte ich meinen Mietern vielleicht wirklich besser verbieten? Also ich meine, keine Ahnung, wenn jetzt einer auf die super schlaue Idee kommt und das Balkonkraftwerk jetzt, sag ich mal, nicht 90 Grad, sondern irgendwie so aufständern will, da würde ich jetzt auch sagen, vielleicht nicht so die allerbeste Idee. Also da wäre es auch gut und sinnvoll, wenn dann vielleicht ein Vermieter dann irgendwie sagt, nee, lass das mal bitte, das ist irgendwie eine ziemlich dumme Idee. Oder es gibt ja durchaus Fälle, wo man mal reden kann, ne? Oder wenn die sich von mir aus auch auf eine Farbe einigen oder keine Ahnung. Ich glaube, über viele Dinge kann man ja sprechen. Ich glaube, das ist ja auch alles gar nicht so das Thema. Es geht nur um diese grundsätzliche Blockade, dass es einfach sofort aus diffuser Angst ohne irgendwie sinnvolle Argumente halt direkt abgeblockt wird. Und das finde ich halt sehr, sehr schade. Und ich glaube, das ist ja auch alles, wofür wir einstehen. Es geht nicht darum, irgendwie technisch sinnvolle Dinge abzuwehren und zu sagen, die Mieter dürfen jetzt alles machen, was sie wollen. Nein, auf keinen Fall. Also natürlich gibt es dort auch sinnvolle Regeln und wir unterstützen ja auch super gerne dabei. Also da auch Beratung zu geben. Und ich finde, das ist der richtige Weg mit Fakten, mit Beratung, mit konstruktiven Vorschlägen. Damit kommen wir aus der Angst raus. Damit kommen wir
zu einem guten Verhältnis zwischen Mietern und Vermietern. Also auch das, Leute, ist doch wichtig. Man will doch nicht nur Zank haben irgendwie. Und ich meine, ey, wer hat schon Bock auf so einen scheiß Gerichtsstreit irgendwie? Mieter gegen Vermieter, das ist doch absoluter Mist, oder? Wer will denn das freiwillig? Das ist doch Horror. Und ich meine ja, das meine ich halt immer, es ist halt so cool, wenn wir die Sachen einfach konstruktiv und gut lösen können und den Leuten mit Beratung und Wissen irgendwie helfen und nicht darauf warten, dass die sich jetzt vor Gericht irgendwann alle die Köpfe einschlagen und es dann nur noch Streitigkeiten gibt. Ich hoffe, dass das echt klappt irgendwie. Das wäre ja schade, wenn nicht. Was war denn dein Eindruck? Was ist passiert jetzt so? Also, oder kam irgendein Outcome raus? Wie war eigentlich das Ende jetzt? Das wusste ich tatsächlich nicht. Ich habe es natürlich alles gesehen, also jetzt schon so ein bisschen, soweit ich das konnte. Das Ende habe ich mir noch nicht angeguckt. Also, was ist jetzt rausgekommen oder wie geht es jetzt weiter? Kam schon irgendwas oder war das jetzt, sag ich mal, die haben sich das angehört und dann ist jetzt erstmal Stille und mal warten? Oder wie ist denn jetzt so der Outcome? Ja, also Outcome ist erstmal, alle haben ihre Dinge gesagt und es wurde quasi zur Kenntnis genommen. Also mehr kann man da für gestern eigentlich nicht sagen. Es ist jetzt noch nichts entschieden. Es hat niemand gesagt, ja, genau so wird es jetzt kommen und so wird es jetzt sein. Also im Endeffekt war das wirklich nur eine Befragung gestern von uns, von den Sachverständigen und die Abgeordneten, die haben das zur Kenntnis genommen, die werden das mit in ihre Überlegungen aufnehmen und es soll dann im März eigentlich auch schon darüber entschieden werden. Das heißt, wir gehen eigentlich relativ fest davon aus, dass es dann zum April auch eigentlich schon, ja, dass dann die Privilegierung im Gesetz stehen wird. Und wir hoffen natürlich, dass auch noch unsere Vorschläge mit aufgenommen werden, dass es halt alles noch mal ein bisschen klarer, detaillierter auch festgeschrieben wird, was man jetzt darf und was nicht. Oder beziehungsweise was überhaupt ein Vermieter einem vorgeben darf. Eben nichts, was das Ganze noch mal verhindert. Aber wir wissen es gar nicht, was jetzt genau davon übernommen wird. Das ist jetzt quasi in den Händen der Abgeordneten. Wir haben gestern alles dafür gegeben, dass sie nochmal Argumente hören. Also dafür war das im Endeffekt da. Also es war einfach nochmal ein Ausfragen von den Leuten, die Ahnung haben. Mehr oder weniger natürlich. Ich habe jetzt mehr aus der Praxis Ahnung und von den Menschen, die uns immer schreiben mit ihren konkreten Fällen und auch mit dem eigenen Balkonkraftwerk. Aber ansonsten haben natürlich die anderen als Juristen irgendwelche juristischen Ahnungen oder jetzt Deutscher Mieterbund kennt natürlich die Wünsche von den Mietern ganz gut und Wohnen im Eigentum gab es auch nochmal, die Frau Heinrich, die war auch recht gut auf unserer Seite, muss man sagen, halt von den Menschen, die in der Eigentumswohnung auch selber leben. Es ist halt wieder das Gleiche für die, die möchten dann natürlich auch, dass es einfacher wird und sie dann den anderen Eigentümern in der WEG da auch mehr Rechte haben, falls sich da jemand querstellen sollte. Okay, also dann hoffen wir auf März und wer weiß, vielleicht wird das Solarpaket 1 ja sogar noch dieses Jahr beschlossen. Ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand da ist. Also ich hatte jetzt vor kurzem noch mal irgendwas von der Verzögerung gelesen, dachte, okay, aber irgendwann wird es. Hast du da irgendwas Aktuelles oder? Nee, leider gerade auch gar nicht. Okay, ja, wenn es soweit ist, sehen wir es ja. Also ich bin da auch mittlerweile eher so mal warten. Irgendwann wird es kommen. Ja, ich meine, letztes Jahr im Petitionsausschuss wurde uns ja auch gesagt, ja, das werden wir unverzüglich umsetzen, ne? Weißt du ja auch noch. Gut, also jetzt kann man quasi festlegen, unverzüglich in der Politik heißt heutzutage so ungefähr ein Jahr. Ja, ich meine, okay, das ist jetzt, glaube ich, aber nicht nur, weil irgendwie die Politiker jetzt alle faul sind oder so. Ich glaube, das ist gar nicht so der Grund, sondern ne, auch wir diskutieren ja noch daran. Das ist ja Teil des Solarpakets 1 und Leute wie wir und natürlich auch dann die Vermietervereine oder die Mietervereine in dem Fall oder wer auch immer damit was zu tun hat, werden gehört. Das wird alles ordentlich gemacht.
Ich meine, unterm Strich ist es ja auch ganz gut, das so zu machen. Also ich denke, es ist jetzt schon nicht verkehrt, sich das alles mal anzuhören, dann zu diskutieren und am Ende kommt man dann hoffentlich zu einem guten Kompromiss und dann wäre auch alles gut und fein. Und ich bin, also vom Grundgefühl, ich hoffe, es geht ja auch so, ich weiß es aber nicht, vom Grundgefühl bin ich positiv. Also ich glaube, dass das zu einem Großteil eigentlich gut umgesetzt wird. Also so war mein Eindruck bisher, auch so, wie wir uns das eigentlich vorstellen, vielleicht mit ein, zwei kleinen Einschränkungen, aber ich glaube, damit kann man leben unterm Strich. Und das ganz unterm Strich für die Leute, also besonders für Leute, die jetzt vielleicht nicht so technisch versiert sind, das einfacher wird in Zukunft. Und ich glaube, das wird sich dann schon echt gelohnt haben, wenn wir das irgendwie erreicht haben, alle zusammen. Ja, bist du auch positiv gestimmt? Glaubst du, dass das am Ende alles, sag ich mal, zu unseren Gunsten auch ausgeht? Also siehst du es ähnlich positiv wie ich? Oder bist du da noch was pessimistischer? Nee, also ich bin da auch sehr, sehr optimistisch, dass das so kommen wird, wie wir uns das wünschen. Klar, vielleicht irgendwo ein, zwei kleine Kompromisse, aber eigentlich glaube ich wirklich, dass das kommt. Und ich denke auch, dass es schon im April dann im Gesetz stehen wird, weil im März das eben nochmal jetzt entschieden werden soll. Also die Abgeordneten beratschlagen sich da jetzt, ne, also keine Ahnung, was sie da jetzt genau alles machen, aber im März soll es darum nochmal gehen und dann soll das verabschiedet werden und dann steht es auch ganz klar im Gesetz und alle, die jetzt darauf gewartet haben, auch um diese Rechtssicherheit zu haben, die können dann eigentlich auch loslegen. Es gibt ja natürlich schon jede Menge Menschen, die ja das jetzt einfach schon gemacht haben in der letzten Zeit. Gerade auch seit letztem Jahr, seit der Petition, ist nochmal ja, viel passiert, dass viele gesagt haben, ah, okay, das wird eh kommen, also mache ich schon mal. Aber wir wollen natürlich auch diejenigen abholen, die wirklich diese Sicherheit auch gerne haben, dass es auch absolut in Ordnung ist. Und all Klar. diejenigen können dann auch loslegen. Und da freue ich mich auch schon drauf. Und dann auch noch im April, also so mitten im Frühling, wenn quasi es auch wieder mehr Sonne geben wird. Also es ist auch ein relativ guter Zeitpunkt, finde ich. Ja, also was man auch noch mal sagen kann in dem Zusammenhang ist, dass ja auch viele Netzbetreiber mittlerweile auf die Anmeldung bei denen komplett verzichten. Also das machen die bereits freiwillig. Also auch da ist schon Bewegung zu sehen. Das geht alles in eine Richtung. Also ich denke, dass das alles gut aussieht. Ich stelle mir das als Netzbetreiber auch echt ziemlich cool vor, weil ehrlich gesagt, das muss doch für die absolute Hölle sein, diese schwachsinnigen Balkonsolaranmeldungen. Da haben die auch wahrscheinlich genauso viel Bock drauf. Also, oder? Das muss doch für die eine unglaubliche Arbeitsbelastung sein. Ich stelle mir das immer so total unsinnig vor für deren Arbeit. Also, die haben ja sicherlich Besseres zu tun, als sich da mit so 600-Watt-Anlagen irgendwie rumzuplagen. Und das ist ja wahrscheinlich richtig, richtig viel Arbeit. Stelle ich mir so Ja, vor. kann sein. Die sind natürlich, Netzbetreiber ist immer auf Sicherheit gepolt. Ich glaube, die wollen ansonsten schon immer ganz genau wissen, wo wie viel Strom produziert wird. Aber eben, es ist meistens dann, es sind halt für die eher so Kleinigkeiten. Und in der Branche ist halt auch überall Fachkräftemangel. Also die haben natürlich auch nicht genug Leute immer. Deswegen, das ist auch ein guter Schritt, finde ich, dass die dann dafür nicht auch noch Ressourcen brauchen, sondern dass sie dann vielleicht endlich mal nachkommen mit den Zählern, modernen Zählern für große PV-Anlagen, endlich mal austauschen. Da habe ich von manchen gehört, wo es dann viel zu lange dauert. Ja, da hoffe ich, dass es vielleicht dann so ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein sein kann, um da die Ja, Fachkräfte dafür hoffentlich. zu nutzen. Ja, also ich hoffe auch, dass es irgendwie dann hilft. Also ich denke, alles, was an unnötigen Arbeiten wegfällt, muss ja im Prinzip eigentlich von Vorteil sein für alle. Naja, ja, cool. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Also nochmal, ich fand es hast du richtig cool gemacht, also auch mutig von dir. Ich finde sowas, also ich war ja selber damals in dem Petitionsausschuss und ich fand es schon krass. Also die Situation, ich fand die sehr aufregend, sehr beängstigend auch. Also das war für mich auch sehr neu. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch gerade nicht unbedingt eine Alltagssituation war. Also da Nee. nochmal Hut ab vor der Leistung. Und also gut gemacht Danke. auf jeden Fall, ne? Richtig cool Ja. und auch danke, dass du das machst, ne? Ich meine, wie gesagt, wir machen das alles mehr oder weniger freiwillig und neben unserem eigenen neben dem Job und so weiter. Und deswegen, also lass dich ein bisschen feiern, hast du dir verdient. Dankeschön. Danke, danke. Ja, war auch eine tolle Erfahrung, wirklich. Hat Spaß gemacht. Aber auch, Cool. ich war schon auch ganz schön aufgeregt am Anfang, ja.
Aber gehört dazu, glaube ich. Ja, klar, gehört dazu. Aber trotzdem, irgendwer muss es machen, irgendwer muss das aushalten. Und danke dafür, das hast du gut gemacht. Danke. Okay. Bevor ich noch mehr rumsülze, würde ich sagen, beenden wir das. Also dann, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch hier noch ein bisschen Klarheit reinbringen. Das war jetzt alles super spontan und ungeplant. Also falls es jetzt nicht total strukturiert und perfekt ist, wie sonst natürlich immer, verzeiht uns das bitte. Aber ich glaube, dass die wichtigsten Punkte sind rübergekommen. Unsere Eindrücke auch, oder besonders Simones Eindrücke. Und sag dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.